Hallo, mein Name ist Katrin Geiser. Ich arbeite an der Universitätsbibliothek der LMU und bin dort Ihre Ansprechpartnerin für das Literaturverwaltungsprogramm Citavi. Einige Lehrstühle verlangen bei der Abgabe von Abschlussarbeiten, dass zusätzlich zur eigentlichen Arbeit auch noch das Citavi-Projekt mit eingereicht wird, mit dem die Arbeit erstellt wurde. Wie man ein Citavi-Projekt inklusive aller wichtigen Informationen auf einem Datenträger speichert, das möchte ich Ihnen in diesem Video kurz zeigen. Wenn ich mir also die Masterarbeit 2015 auf einem USB-Stick speichern möchte, dann kann ich hier im Citavi-Startfenster nochmal den Dateipfad sehen, wo Citavi die eigentliche Projektdatei angelegt hat. Dazu gehe ich jetzt also mal rüber in den Windows Explorer und hier liegt normalerweise bei den eigenen Dokumenten ein Ordner Citavi, wo alle wichtigen Dateien drin liegen, die für Citavi benötigt werden. Uns interessiert jetzt ganz besonders der Ordner Projects, denn hier gibt es für jedes Projekt, was ich jemals angelegt habe, einen Ordner, wo alle relevanten Infos drin stecken. Ich kann kurz mal reingehen in meinen Ordner Masterarbeit 2015 und sehe hier, es liegt hier nicht nur das eigentliche Projekt, sondern auch noch ein Ordner mit Attachments, wo zum Beispiel PDF-Dokumente oder Bilddateien drin stecken. Alles, was ich gesammelt habe im Laufe meiner Arbeit für meine Masterarbeit. Und es wäre natürlich sinnvoll, das alles mit auf den USB-Stick draufzubringen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal eine Ebene zurück und nehme mir hier den ganzen Ordner Masterarbeit 2015, klicke rechts, sage Kopieren und gehe dann mit dem kompletten Ordner zu meinem Wechseldatenträger, mache hier wieder einen Rechtsklick und sage Einfügen und habe jetzt hier den kompletten Ordner auf meinen Wechseldatenträger gezogen. Wenn ich noch mal kurz reingehe, mit der Masterarbeit an sich und den Attachments. Das heißt, es ist alles da und so kann das jetzt abgegeben werden mit der eigentlichen Masterarbeit zusammen. So einfach geht das und jetzt wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.